Nicht für alle, aber für viele Menschen sind gleichgeschlechtliche Beziehungen längst keine Besonderheit mehr. Homosexualität ist in der Öffentlichkeit präsent und wird offen gelebt. Im Alltag ist die Diskriminierung von Schwulen und Lesben aber immer noch zugegen und auch im rechtlichen Bereich werden Homosexuelle anders behandelt als Heterosexuelle. Kurt Krickler ist Generalsekretär der Homosexuellen Initiative Wien. Die strafrechtliche Diskriminierung ist inzwischen beseitigt. Alle vier Paragraphen, die es gegeben hat, wie wir angefangen haben, das Werbeverbot, das Vereinsverbot, das Prostitutionsverbot, das höhere Mindestalter, sind inzwischen abgeschafft. Das war ja ein langwieriger Kampf. Und jetzt geht es darum, dass man Antidiskriminierungsbestimmungen einführt. Und natürlich, was Großes noch aussteht, ist die rechtliche Anerkennung von Partnerschaften, ob das jetzt eine eingetragene Partnerschaft ist oder die Öffnung der Ehe. In den Medien wird die Thematik unterschiedlich behandelt. So hat die von 2001 bis 2006 amtierende ORF-Generaldirektorin Monika Lindner beispielsweise gesagt, sie strahle kein Programm aus, in dem eine Lebensweise propagiert werde, der keine Kinder entspringen können. Beim Jugendradiosender FM4 ist Homosexualität kein Problem. Wortchef Martin Pieper ist selbst schwul und geoutet. Es ist bei uns überhaupt kein Thema am Sender, im Büro sozusagen, wenn man so will. Gibt es da, aber das liegt vielleicht auch an FM4, da gibt es sowieso ein großes Zusammentreffen von Nationen, Sexualitäten, Männern, Frauen, Alte, Junge und so weiter. Insofern spielt das da kaum eine Rolle eigentlich. Was denken Jugendliche von dem Vorschlag, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren? Wir wurden erschaffen, um uns fortzupflanzen, gesund fortzupflanzen, und ich denke, das ist auch der Sinn dahinter, eine Familie zu gründen, wo ein Mann und eine Frau gemeinsam Kinder haben und sich weiterbilden und entwickeln und den Kindern eine Zukunft geben können. Ich bin keine Psychologin, aber ich denke doch, Kinder sind vielleicht mit Mutter und Vater besser aufgehoben als mit homosexuellen Eltern. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, aber ich würde nicht sagen, dass deswegen die schlechtere Eltern wären, aber ich weiß nicht, ob das optimal wäre. Ich bin der Meinung, dass Homosexualität ist ja nicht etwas, das angelernt wird, sondern das ist ja eine normale Sexualität wie Heterosexualität auch. Ja? Und aus dem Grund fände ich das voll in Ordnung. Und es sind ja auch schon viele Beispiele international, wo das schon gestattet ist zum Beispiel, wo das ganz ohne weiteres gut funktioniert und dass auch sehr, ja, die Kinder offen, also sehr oft besser erzogen werden als bei heterosexuellen Paaren, sage ich jetzt mal. Sollen gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen?